Die Demokratin Kamala Harris könnte die erste Frau im Weißen Haus werden. Ein Überblick über ihre Pläne für das Amt. Harris hat nie einen Zweifel an der US-Unterstützung für die Ukraine gelassen. Sie hat sich mehrfach mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen. Ob sie mögliche weitere Ukraine-Hilfen durch den Kongress bekommt, dürfte vom Ausgang der Wahl abhängen. Die Demokratin ist zwar keine traditionelle Transatlantikerin wie US-Präsident Joe Biden. Dennoch steht sie für eine entschiedene Unterstützung der NATO. In ihren bisherigen Äußerungen laviert Harris zwischen der Unterstützung für Israel und Verständnis für die Palästinenser hin und her. Auf Fragen, ob sie zu einer Einschränkung der Waffenlieferungen an Israel bereit sei, sagte sie nein. Für Harris ist der Klimawandel eine der größten Bedrohungen der Menschheit. Sie hat deshalb das milliardenschwere Klima- und Sozialpaket der Biden-Regierung unterstützt. Inzwischen hat sie sich aber auch für das umstrittene Fracking ausgesprochen, wohl weil das Thema im Swing State Pennsylvania wichtig ist. Die Vizepräsidentin ist eine entschiedene Verfechterin des Rechts auf Abtreibung. Sie will die Abschaffung des landesweiten Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche durch das oberste Gericht wieder rückgängig machen. Bei ihren Wirtschaftsplänen bleibt Harris oft nebulös. Sie setzt dann lieber auf emotionale Botschaften. Erklärtermaßen will sie die Mittelschicht stärken, Familien besser unterstützen und mehr Wohnraum schaffen. Gleichzeitig will sie den Steuersatz für Unternehmen anheben.